In diesem Video werden wir einfach Oldschool-Tricks nachstellen. Ich habe das schon mal gemacht und heute machen wir es jetzt noch einmal. Ich habe komplett Bock. Leute, einen Tag vor Weihnachten, ihr wisst ja, wie es läuft. Deswegen müssen wir auf jeden Fall diesen Router auseinandernehmen, damit wir den auf jeden Fall noch einmal auseinandergenommen haben. Ich hoffe, euch geht's gut. Morgen wird das Gewinnspiel bekannt gegeben, Leute. Morgen kommt das Video endlich online bezüglich meines Merchandise. Also Leute, was ihr tun müsst, um Merchandise von mir zu gewinnen, der noch nicht veröffentlicht ist, was natürlich auch ganz klar ist. Ihr müsst auf YouTube mich abonnieren, Instagram abonnieren und natürlich euer Setup, euren Roller. Egal, ob ihr so einen Roller habt oder halt einen ganz normalen Roller habt, schickt es mir per Instagram, per DM und dann werde ich einen zufälligen auslosen, der einfach das coolste und kreativste Setup hat. So, Henry, bist du bereit? Ich bin ready. Wir machen eklige Tricks, X-Ups, wir machen Footjams, wir machen Tail-Taps, einfach Oldschool-Tricks und die werden wir nachstellen. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem ersten Trick. Henry, vor allem du bist noch nie diesen Roller gefahren, oder? Noch nie. Ich bin sehr gespannt, wie du auch damit klarkommen wirst, aber erstmal, den ersten Trick, den wir machen werden, ist ein Tail-Tap. Ja. Wir haben schon viele Tail-Tap-Kombos gemacht, aber wir haben natürlich auch dazugelernt. Jetzt ein paar mehr, zum Beispiel so 540-Tail-Tap oder so. Ja, es gibt echt coole Tricks, die man machen kann. Ich würde sagen, fangen an mit dem ersten Trick, Bar-Tail-Tap. Yes! Ja, komplett. Okay, gut. Ich würde sagen, ich lege immer Tricks vor oder du legst Tricks vor. Genau. Der jeweilige macht die dann wieder nach. Let's go, Henry, viel Spaß. Oh, nice! Und wie lässt er sich fahren? Ey, er lässt sich richtig cool fahren, vor allem dieser richtig crazy out. Check, wie er blinkt und leuchtet richtig, und so. Ne? Das ist ja nice. Aber du hast ja gesagt, jetzt ist der andere dran. Das heißt, ich lege jetzt vor mit dem Trick, oder? Richtig, was willst du machen? Boah, ich habe schon eine richtig gute Idee. Und zwar, pass auf, wir sind gerade beim Tail-Tap. Und dann lege ich jetzt noch einen drauf und mache einen Tail-Tap to Rip-Drop. Oh, interessant. Aber ey, pass auf, das Deck ist sehr rutschig. Deswegen musst du echt aufpassen, dass du mich daneben catchst. Man merkt es schon, das ist ja einfach nur ein Teppich hier drauf. Ist nur Teppich, du musst echt aufpassen. Ach, Scheiße, okay, aber ich schaff das. Oh, nice! Ey, das sind schon echt nice Tricks, ne? Das darf man nicht sagen. Ja, vor allem, ey, das Nice ist, er raschelt richtig beim Fahren. Man hört das richtig? Oh ja, das ist richtig geil. Cool irgendwie. Tail-Tap. Yes! First try, nice! Dass ich komplett wegrutsche, Alter. Gut, wir machen mal jetzt mal andere Tricks, nicht nur Tail-Taps, sondern ich versuche jetzt einfach mal einen 360 X-Up über die Resi-Box. Oh, okay. X-Ups, ihr wisst ja, Leute, das sind hier X-Ups und das ist auf jeden Fall auch ein Oldschool-Trick, weil die macht einfach heutzutage niemand mehr, außer vielleicht an mir das höchstpersönlich, aber das war es dann halt auch. Ein 360 X-Up, der wird schon echt geil aussehen. Yes! Sehr nice. Ich bin dir ehrlich, ich weiß nicht, ob ich den schon mal gemacht habe, aber Henry, hast du den schon mal gemacht? Ich glaube noch nie, so einen Oldschool-Trick macht man ja auch nie, ne? Richtig, deswegen mach ich mal nach. Der war zwar nicht First Try, aber du musst auf jeden Fall gleich stehen. Ey, das ist so eklig, merke ich gerade, weil so einen Trick macht man ja nie, deshalb hat man nie so eine Übung so ein bisschen da drin. Richtig. Das ist widerlich. Komm, du machst ihn jetzt nochmal, ja? Okay. Jawoll! Nice! Das Coole an dem Video ist, wenn man solche Tricks macht, macht man auch direkt automatisch New Learns. Deswegen sehr nice, Alter. Clean. Okay. Gut, was willst du machen? Ich bin dran. Stimmt, pass auf, ich habe eine gute Idee. Es gibt ja den Trick Turndown. Richtig. Und wenn man ihn andersrum eher macht, bedeutet also so, dann ist das nicht Turndown, sondern Lookback. Okay. Ich mache jetzt mal 60 Lookback Layout. Also Box hätte ich auch gesagt, mache ich nie wieder. Opus 60 ist ja eklig. Wollte gerade sagen, aber ich glaube, das geht. Du musst nur aufpassen wegen wirklich dem Deck, weil das wirklich verdammt rutschig ist, aber das weißt du jetzt auch. Ja gut, ich denke, ich probiere es mal. Ich hoffe auf den First Try. Was? Wie konntest du rumkommen? Digga, das ist so ich, aber du wirst gleich merken. Geht an sich. Lass mich nochmal probieren, okay? Ja, mach, komm. Aber es ist wirklich ganz komisch. Es sieht wirklich original aus, wie so ein rumgezappelt. Also wir können das natürlich nicht so schön, aber ey, New Learn auch wieder. Ja, ich glaube, wenn man das als Pro, also als Profi richtig macht, als jemand, der das wirklich kann, dann sieht das cool aus. So nicht so wirklich, ne? Ja, ey, so ein bisschen Physik's noch, dann hast du's. Ja, aber es ist sehr widerlich. Ja. Aber besser als widerlich. Ich bin gespannt. Ich denke, er schafft ihn. Das müsste eigentlich gehen. Ich bin raus und. Ja, na, one foot. Bro, was ist da los? Alles frei. Gar nichts. Das Problem bei dem Trick ist, beziehungsweise nicht bei dem Trick, sondern bei dem Roller, dass man jedes Mal wegrutscht und es bockt gar nicht. Ja. So, ja. Yes! Alter, habt ihr deine Füße gesehen? Er war gerade so noch drauf. Teppich ist verdammt rutschig, ne? Ja, komplett, aber nice, Digga. Auch New Learn. Ja. Jetzt muss ich wieder was vormachen. Jetzt werden wir richtig riskant bei dem nächsten Trick. Henry, wir versuchen, beziehungsweise einfach mal gucken, ob es funktioniert. Ein Suicide No-Hand. Oh, Mann. Ich hab den noch nie in meinem Leben versucht. Du hast es mal, glaube ich, gemacht, als du deine Füße verbunden hast, ne? Ja, genau, da ging das, weil man halt am Deck fest war, weißt du? Problem ist, wir haben jetzt einen rutschigen Roller, weil, wie gesagt, also der Roller muss auf jeden Fall am Start sein, weil morgen Weihnachten ist. Aber jetzt versuche ich ihn einfach mal gucken, ob das was wird. Und let's go. Der war aber halt hässlich und nicht so doll, aber er war. Soll ich nochmal ein bisschen schöner machen? Try mal, komm. Also für den ersten Versuch hat er sich gar nicht so kacke angefühlt. Es war einfach gefühlt ein Nothing. Ja. Können wir auch gleich machen. Nein! Nein, schade. Viel zu gruselig. Henry, mach du mal bitte. Sehr gespannt. Oh mein Gott! Was?
Alter! Wir haben hier einen Kandidaten, Jorik. Du kannst diesen Tricks richtig gut. Ich bin gespannt, ob du den auch mit dem Roller machen kannst, aber... Ich muss erstmal angemacht werden. So, jetzt wird's stark klar. Was willst du machen? Ich versuche einen Suicide No-Hand. Also... Ach, Baswin! Ja, Suicide Baswin. Glaubst du, das wird was? Also, ich würde niemals schaffen, aber ich kenne den. Er macht halt gutes Suicide No-Hand, deshalb denke ich schon. Okay, let's go. Fuck! Also das war wirklich verdammt krass und auch relativ clean, natürlich. Ja, ein Roller ist nochmal was anderes. Digga, Jorik. Der war richtig krass. Sehr nice. Heftig, Alter, krank. Also ich bin wirklich ein bisschen sprachlos gewesen. Also ja. Das würde ich auch niemals machen. Aber Henry, du bist jetzt dran. Hier, viel Spaß. Du darfst jetzt einen Trick vorlegen. Ich bin sehr gespannt, was du dir überlegt hast. Wo wir jetzt gerade schon bei Suicide No Hand waren, mach ich mal was noch eine Schippe drauf ekliger ist. Und zwar eine Nothing. Was? Bedeutet einfach wirklich kurz so sein. Ich werde das nicht so krass schaffen wie Pros wahrscheinlich. Also wie so richtig, richtige Pros, die halt Tricks wie Nothings machen. Aber ich probiere es, okay? Oh mein Gott, man! Der war so verdammt gestreckt, bitte! Der was? War doch nice, oder? Der war richtig clean! Alter, das ist gar nicht so schwer, wie ich dachte! Wirklich nicht? Ja, wirklich! Dann lass mich mal ran! Wow! Ja! Der war jetzt nicht No-Hand, aber ich glaube, den kriege ich hin. Ich glaube wirklich, um den Trick richtig gut zu machen, man muss erst No-Foot machen und dann loslassen. Ja, habe ich auch so ein bisschen, glaube ich, so gemacht. Ich glaube schon, ich mache ihn nochmal. Oh nein, oh, eklig! Alter! Bitte! Der Roller ist mir einfach so fast unter den Kinn geflogen, Mann! Hast du gesehen? Machen wir als nächstes, den haben wir abgehakt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich zu 100% ein Oldschool-Trick ist, aber das sind Tricks, die macht trotzdem fast gefühlt niemand im Skatepark. Wir haben hier das schöne Step-Up und hier haben wir auch so ein bisschen vom Step-Up the Wall. Da kann man natürlich auch richtig coole Nosebongs machen. Wir machen jetzt Nosebongs-Tricks. Also ich glaube schon, dass der Trick komplett Oldschool ist, weil als ich vor so 8 Jahren angefangen habe mit Rollerfahren, haben das damals in Edits mal viele gemacht und BMX-Fahrer vor allem damals, aber heute gefühlt kaum noch. Deshalb ist das für mich ein cleaner Oldschool-Trick. Mal gucken, ob ich ihn danach auch schaffe, wenn Kieran ihn schafft. Wow. So weggeflogen, aber komm, den machen wir nochmal. Alter! Oh. Alles gut? Ich hab den zu viel gemacht, Mann. Ehrlich? Ich bin hinten an der Kante gegengekommen. Aua. Ich mach den nochmal. Einmal kurz da runterspringen, was ist los mit dir? Ich dachte, ich bleib hängen am Roller. Dachte ich auch. Alter. Yes, ey. Ich check's nicht. Ich ganz sketchy und nicht geschafft. Jetzt komplett clean. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das liegt ein bisschen am Roller. Henry, ja? Nächster Trick, du bist dran. Oh mein Gott. Ein Kieran? Ja. Weißt du, was gerade aufgefallen ist? Das ist ja gar nicht mein Roller, sondern dein Alter. Der ist mir viel zu hoch und zu schwer und so. Das stimmt. Das merkt man beim Kicken. Ist komplett gerade. Das ist sehr gut. Boah, Alter. Und voll auf. Noch eins. Was? Ich dachte, Oldschool mit Oldschool verbinden. Ja, Digga, ey, das war richtig nice. Freunde, ich würde sagen, damit ist auf jeden Fall der Abschluss des Videos. Macht auf jeden Fall beim Geschwindigspiel morgen mit. Viel Spaß, auch an Weihnachten. Henry, willst du noch was sagen? Nein? Okay, peace.